Hi, heute schauen wir uns zusammen die Trackbox an, eine cookielose Google Analytics-Alternative, die sich im Markt aufgestellt hat, um das Problem der ganzen Consent-Geschichte und so weiter zu umgehen, indem man mit einem cookielosen Tracking auch ohne Zustimmung tracken kann. Gehört also zur gleichen Familie wie so Dinge wie Plausible Analytics, Fathom, Simple Analytics. Da gibt es ja mehrere Vertreter, die ähnlich gestrickt sind und auch, denke ich, ähnlich funktionieren, ähnlichen Umfang haben und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin einfach durch einen Newsletter mal wieder darauf aufmerksam geworden. Vorher mal bei LinkedIn gesehen. Ich meine, ich hätte Trackbox auch irgendwie Ende letzten Jahres schon mal irgendwie wahrgenommen, habe mich aber nicht wirklich damit beschäftigt. Und jetzt habe ich halt diesen Newsletter zum Anlass genommen, mir das einfach mal anzuschauen. Das heißt, man kann sich da registrieren. Das geht dann erstmal 30 Tage kostenlos. Und in der Phase bin ich jetzt gerade noch. Und danach geht es aber auch wirklich günstig weiter. Wenn man eine kleine Website hat, dann ist man da bei monatlichen Zahlungen mit 3,90 € oder 99 oder sowas dabei. Das ist weniger als die 6 Dollar, die man zum Beispiel bei Plausible bezahlen würde. Dafür ist dann bei Plausible bei Jahreszahlung irgendwie der Rabatt was größer. Die tun sich wahrscheinlich nicht viel. Alles in allem kann man aber eben für wirklich schmale Mark im Prinzip seine Daten irgendwie mit diesem Tool sammeln und verwalten, wenn man das möchte. Und deswegen schauen wir uns das Ding jetzt einfach mal an. Ich gebe mal den Bildschirm frei. So, und da sehen wir die Startseite. Das Ganze wohnt unter trackbox.com und da wird dann eben auch erklärt, wie es funktioniert und was es ist. Die ganze Geschichte, dass es eben auch cookielos funktioniert. Hier sind so Sachen, wo ich eben noch nicht weiß, was dahinter steckt. Man soll komplexere Auswertungen machen können. Ich weiß nicht, wie das nach jetzigem Stand der Implementierung gehen soll. Also da werden wir gleich sehen. Also ein paar Fragen habe ich halt. Auf der anderen Seite sieht man aber auch schon, es gibt eine Community und auch die Möglichkeit, selber Vorschläge zu machen. Es gibt eine offene Roadmap, da sieht man dann, was gearbeitet wird. Also scheint es auch Vorschläge zu geben, die genau in diese Richtung zu gehen. Das ist vielleicht jetzt noch nicht drin, es wird kommen. Insofern ist der Stand, den ich mir jetzt angeschaut habe, im Reporting, wenn wir gleich dazu kommen, vielleicht noch nicht so super interessant. Ich habe auch zu dem, was jetzt da ist, auch schon so ein paar Fragen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es wird sich noch viel verändern, nehme ich mal an, und dann wird es vielleicht auch ein bisschen runder. So, wichtig und hervorzuheben finde ich, dass man sich hier wirklich Mühe gibt, zu erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also aus was werden hier überhaupt Hashes gebildet, welche Daten werden da verwendet. Und da sieht man eben auch, dass der täglich abläuft, ne? Also dass man da nur eine kurzzeitige Wiedererkennung von Besuchern mehr oder weniger hat, aber das ist eben eingebaut ins System. Das ist dann eben auch so geplant und gedacht. Da geht es nicht darum, dass es ein Fehler wäre, sondern man will Besucher eben hier, um diesem ganzen Consent-Thema aus dem Weg zu gehen, auch nicht länger fristig wiedererkennen können. Das ist also okay, ne, finde ich so. Und das ist hier also wirklich vorbildlich erklärt. Das finde ich klasse. Und es gibt eben, wie ich auch schon gesagt habe, hier eine offene Roadmap, wo man auch selber Funktionen vorschlagen kann, wo man eben sieht, was so in Arbeit ist und was noch so geplant wird. Und da sieht man eben eine ganze Menge, so wie Zeiträume vergleichen oder hier sowas wie Filterfunktionen. Das sind so Sachen, die hätte ich mir gewünscht, dass sie jetzt schon drin wären in so einer Version 0, aber die kommen dann halt noch. Ja? So. Zeiträume vergleichen. Das sind also größtenteils sind es erstmal Standardfunktionen, die Leute eben auch vermissen. Und dann ist es gut, dass man eben so eine offene Roadmap hat, dass man auch sehen kann, an was wird da gearbeitet, was ist dazu zu erwarten. Dass implementierte Features zeitgleich auch Features in Arbeit sein können, ist wahrscheinlich erstmal passt es zur Realität. Zweitens heißt es aber auch, dass implementierte Features auch nur jetzt erstmal heißen, es ist irgendetwas implementiert im Fall von Zielen und Event-Tracking, wenn wir uns das gleich noch angucken. Da gibt es jetzt was. Ich hätte mir aber gewünscht und vielleicht auch andere, dass es anders implementiert wäre. Ist egal. Also dazu kommen wir gleich noch. So geht es los, wenn wir jetzt sagen, wir wollen es einrichten. Man braucht eigentlich nicht viel, wenn man eine Seite hinzufügen will, gibt man einen Namen an und eine URL. Ja? Die muss nicht mit HTTP und darf auch mit HTTPS beginnen. Und das war's dann. Ich habe versucht hier, natürlich habe ich versucht, die Daten auch serverseitig an den Endpunkt anzuliefern. Das ist mir nicht gelungen, was nicht heißt, dass es vielleicht nicht doch geht, aber das Ganze ist hier jeweils immer an eine
an einen Host oder eine Domäne, denke ich mir, gebunden. Also sowas wie Cross-Domain-Tracking. Ich habe es nicht versucht, aber ich denke, es ist einfach nicht vorgesehen. Man kann aber eben in diesem einen Account beliebig viele Seiten anlegen. Jede kriegt ihren eigenen Tracking-Code und in diesem Rahmen wird das Ganze dann eben auch funktionieren. Was man eben auch sehen kann, ist, dass es hier so, es gibt wie eine öffentliche URL, das kennt man zum Beispiel auch von Plausible Analytics, die haben das auch, dass man seine Webstatistiken also im Prinzip auch mit anderen öffentlich teilen kann, wenn man möchte. Da das Ganze immer nach den Page-Views, die hier vermessen werden, auch abgerechnet wird. Wenn man mehrere Sites hat, kann man es hier entsprechend auch so ein bisschen aufteilen, dass man sagt, hier nicht, dass eine jetzt den anderen nachher die Page-Views wegfrisst. Ist wahrscheinlich alles ganz, ganz praktisch. Man kann auch mehrere User hier verwalten. Es gibt einen Tracking-Code, man kann löschen. Das war es im Großen und Ganzen schon. Bei den Zielen ist es halt so, dass man hier, wenn man ein Ziel erreichen will, muss man ein Ziel-Event senden. So, andere Events habe ich nicht gesehen, wo man vielleicht noch benutzerdefinierte Events senden kann. Vielleicht kann man es auch machen, ähnlich wie ein Ziel. Ich habe es nicht probiert, weil ich keine Hinweise darauf gefunden habe. Aber was man eben wissen sollte, ist, wenn man jetzt hier Ziele hat, muss man dieses Event, es ist ein Ziel erreicht worden, eben irgendwie versenden. Einen speziellen Tracking-Code. Ne? Also im Prinzip hier einfach nur einen Funktionsaufruf. Und ob hier sowas wie Track-Event zum Beispiel funktioniert, weiß ich nicht. Ich mach's mal was größer. Ne? Track-Goal steht hier drin und das entsprechende, die ID vom Ziel. Und einen Wert kann man darüber geben und fertig. Das ist erstmal relativ einfach, um Ziele zu erreichen. Was man aber nicht machen kann, ist sowas wie Ziele auf komplexere Abfolgen oder sowas machen oder auf einfache Seitenaufrufe. Dass man sagt, wenn diese Seite aufgerufen wird, dann ist ein Ziel erreicht worden. Das kommt vielleicht noch im Moment, ist man auf diese Ziele hier halt angewiesen. Was ganz interessant ist, ist, wenn man sich den Tracking-Code, den normalen, anschaut. Ich gehe mal zurück. Ja, gehe mal eins zu weit zurück, sorry. Dann gehen wir nochmal wieder rein. Wenn man sich den Tracking-Code anschaut, er lädt halt erstmal ein Skript nach noch, ne, von einer anderen Domain. Da können wir gleich nochmal reingucken, wenn wir Bock haben oder ich erzähle einfach was dazu. Und hier ist halt entsprechend eine Site-ID da drin und die würde halt jetzt abweichen, wenn ich noch eine andere Site anlege. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man nicht einfach den Code auf verschiedene Webseiten packen kann und das funktioniert. Da wird wahrscheinlich ein 500 zurückkommen, genauso wie es bei meinen kläglichen Versuchen passiert ist, das Ding serverseitig zu bedienen. Bei der Datensammlung selber, also im Skript, erzähle ich vielleicht einfach nur was dazu, dann machen wir es nicht so lang. Wird mit SendBeacon gearbeitet, was ich super interessant finde, weil SendBeacon ja nicht überall funktioniert. Also zum Beispiel tatsächlich nicht im Internet Explorer. Was nicht heißt, dass das Tracking im Internet Explorer nicht funktioniert, den kann man sehen. Aber sowas wie ein Ziel zum Beispiel, was ausschließlich über SendBeacon versendet wird, so ein Ziel-Event, wie wir gerade gesehen haben, würde in einem Internet Explorer nie ankommen. Also wenn ich es da absende, das geht einfach nicht, da gibt es das SendBeacon nicht, klappt nicht. In vielen Dokumentationen steht auch, dass der Safari das nicht kann. Ich wollte es nicht glauben, habe es ausprobiert. Zumindest der aktuelle Safari hat kein Problem damit, diese Beacons rauszusenden. Allerdings besteht die Datensammlung, wenn ich jetzt einen Seitenaufruf habe, im Prinzip aus zwei Teilen. Das erste ist, es wird ein Image, ein Pixel abgerufen. Da hängen die ganzen Parameter dran und da steckt drin, was man so übertragen will. Das ist auch gar nicht so viel. Es ist ja eine reduzierte, also absichtlich und per System reduzierte Datensammlung, da wird nicht furchtbar viel im Browser gesammelt, sondern so ein paar Sachen, die man braucht und die werden halt weggeschickt. Dann gibt es noch einen Unload-Event, also wenn die Seite verlassen wird, wird das Gleiche im Prinzip nochmal per Post an einen etwas anderen Endpunkt geschickt. Und ich denke mal, das hat was damit zu tun, dass so Aufenthalt auf der Seite oder sowas vielleicht mit vermessen werden soll. Jedenfalls, es wird da halt zweimal das Gleiche vermessen. Und dieser zweite Messpunkt, der rausgeht, wird halt auch über SendBeacon versendet. Den habe ich im Safari nicht funktionieren sehen. Also es ist versucht worden, das Ding rauszusenden. Der ist aber jeweils gescheitert. Ein Ziel wiederum scheint im Safari aber bei SendBeacon einwandfrei zu funktionieren, zumindest im aktuellen. Also ist es nicht so tragisch, wenn man keine Ziele aus dem Internet Explorer bekommt. Man sollte es nur wissen. Ja? Also das zur Technik, wie das ganze Zeug funktioniert. Da sind noch ein paar andere interessante Sachen drin zu sehen. Es werden zum Beispiel bestimmte Bots einfach direkt per Tracking-Code ausgeschlossen, also wenn die erkannt werden können am User Agent. Das ist eine kurze, überschaubare, nicht sehr vollständige, aber trotzdem eben hilfreiche Liste von Bots, die man nicht in der Webanalyse haben will, wenn die vorbeikommen und die Seite rendern und das wird damit ausgeschlossen. Und als Opt-out-Marker dient ein Do-Not-Track-Header.
Das heißt, in jedem Browser kann man einstellen, Do Not Track. Das geben viele vor inzwischen schon wieder. Früher war das auch mal gang und gäbe. Aber wer aussteigen will aus der Webanalyse über die Trackbox, muss einfach nur einen Do Not Track Header senden und das Tracking-Skript sorgt dann schon dafür, dass man nicht vermessen wird. Das ist insofern super smart, als dass man jetzt wieder keine Cookies braucht, um ein Opt-out oder sowas zu bauen, sondern man kann den Leuten sagen, sende einen Do Not Track Header, wir tracken dich nicht. Das macht es einfach, in der Datenschutzerklärung eben vernünftig darauf hinzuweisen, dass man Trackbox einsetzt und den Leuten auch gleich zu erklären, wie man aussteigen kann, wenn man will, weil irgendein Opt-out muss es ja geben. Und auch da finde ich, ist Trackbox super vorbildlich, weil es gibt dann im FAQ unter Rechtliches oder sowas auch gleich einen Punkt, wo man sich die Hinweise für die Datenschutzerklärung rauskopieren und in die eigene reinpacken kann. Da muss man sich also keine Gedanken machen. Ja, das ist bei vielen anderen Anbietern nicht so. Da muss man sich irgendwelche Texte erfinden oder sonst irgendwas. Hier wird was vernünftig vorgegeben. Top. Gut, das dazu. Und dann gucken wir jetzt vielleicht einfach mal wirklich ins Dashboard rein. So, also das sind die Daten, die man hier so bekommt. Ich habe es ein bisschen größer gemacht. Normalerweise würde das so aussehen. Ich mache es jetzt wieder ein bisschen größer. Das zerbricht aber hier erstmal nichts. Es ist ja auch überschaubar wenig drin. Ja? Wir haben erstmal hauptsächlich dieses Dashboard und unterhalb von dieser Grafik haben wir einzelne Bereiche wie Seiten. Die können wir sehen. Wir können sehen, wo kommen Besucher her. Wobei dieser große Direct Top 4 ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Da komme ich gleich nochmal zu. Wir können Geräte sehen und Länder. Wir sehen Zielvorhaben. Völlig isoliert. Sorry. Und wir sehen UTM-Parameter, also aus wie vielen UTM-Quellen oder Medien oder eben auch Kampagnen ist hier irgendjemand gekommen. Nicht verwirren lassen, dass hier unten PageSpeed Insights steht. Ich hatte versucht, was passiert, wenn ich über PageSpeed Insights die Seite rendere, ob ich das irgendwo sehe. Habe aber dummerweise diesen gleichen UTM-Parameter auch nochmal im Browser versehentlich geöffnet. Insofern, das war ich. PageSpeed Insights ist nicht durchgekommen, das dazu. Ich habe gesagt, das Thema Direct müssen wir nochmal aufklären. In diesem Direct-Topf hier oben steckt, anders als man das jetzt zum Beispiel aus Google Analytics kennen würde, auch alles drin, was hier unten vielleicht nur UTM-Parameter gehabt hat, aber nicht über eine andere Website gekommen ist. Das heißt, wenn ich UTM-Parameter nehme und packe die auf einen Link auf einer anderen Website, dann landet man hier oben entsprechend in der Quelle, nämlich der Website, die da vorbeigekommen wäre, ne? So, also von der Link gekommen ist. Oder man hat halt tatsächlich UTM-Parameter an irgendwelchen E-Mails oder Blog-Signaturen oder sonst irgendwas. E-Mail-Signaturen meine ich oder Newslettern. Und die würden halt hier unten dann angezeigt und man könnte sehen, wie viele Seitenaufrufe und Besucher man hatte. Aber man landet hier oben in dieser Geschichte erstmal in diesem Direct-Topf und nicht, das ist im Moment nicht vermischt. Vielleicht sollte man dieses ganze Herkunftsthema, weil es jetzt dadurch so ein bisschen fragmentiert ist, einfach zusammensetzen oder so. Vielleicht passiert das noch, keine Ahnung. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ich Seitenaufrufe machen kann, ohne ein Besucher zu sein. Da weiß ich nicht, wie ich das geschafft habe oder ob das normales Verhalten ist. Ich kenne es nur aus meinen eigenen Daten jetzt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was mich auch so ein bisschen irritiert, ist, dass hier eben auch immer von Besuchern gesprochen wird in einem System, das ja von sich aus schon vorgegeben hat, dass ich einen Besucher morgen, übermorgen und in 3 Wochen nicht wiedererkennen kann. Das heißt, hier von Besuchen, Sitzungen oder sonst irgendwas zu reden, würde ich ehrlicher finden. Weil wenn ich jetzt einen längeren Zeitraum betrachte, dann steht da vielleicht 37 Besucher, das kann immer nur ich gewesen sein. Weil ich ja morgen nicht mehr wiedererkannt werde. Insofern ist das so ein bisschen verwirrend. Was ich verwirrender finde, ist sowas wie eine Abschlussrate von 100%. Oder sind das 100% der Abschlüsse? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, aber auch hier steht ja Conversion-Rate, das sind wahrscheinlich 100% der Abschluss, aber hier steht 100% Conversion-Rate. Wie kommt die zustande? Ich hatte ja 258 Besucher und jede Menge Seitenaufrufe und habe aber nur 11-mal hier das Testziel abgesendet. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Conversion-Rate hier erklärt, weiß ich nicht. Ja? So, aber das zu den Daten hier aus diesem Dashboard. Man hat eben hier so diese üblichen Geschichten bei dieser Verweildauermessung, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass da eben auch dieses Unload-Event irgendwie drauf einzahlt.
Und ich kann diesen ganzen Kram immer PDF exportieren, entweder als Komplettreport oder die einzelnen Gesamtreports über Seiten, Herkunft, Länder. Das war es dann im Prinzip. Und zum Thema erweiterte Analysen, ich kann hier nirgendwo draufklicken, irgendwie reingucken, wenn ich jetzt wissen will, oder gar hier bei irgendeiner Kampagne, nicht nur wie viele Seitenaufrufe oder Besucher hatte ich da, sondern wo sind die zum Beispiel eingestiegen? Ne? Wo sind Leute, die über eine bestimmte Quelle gekommen sind? Wo war deren Landingpage oder sowas? Das ist im Moment leider nicht zu sehen. Hier genau das Gleiche, das ist auch ein toter Report. Das ist ein toter Report, in Anführungsstrichen. Das ist sowieso ein toter Report und der hier auch. Also auch bei den Zielen kann ich zum Beispiel nicht sehen, wo sind die Leute hergekommen. Und das ist was, was ich wirklich tragisch finde. Also wenn ich Ziele habe, dann gehört das als zusätzliche Spalte hierhin, damit ich sehe, wie viele Ziele aus den verschiedenen Kampagnen, die ich extra mit UTM-Parametern versehen habe, denn überhaupt erreicht werden. Oder eben hier oder da oder da oder da. Eigentlich, wenn ich Ziele habe, gehört das Ding als Spalte, als Metrik in jeden einzelnen Report. Ist jetzt hier im Moment noch nicht drin, das wird sich hoffentlich ändern. Den einzigen, wo ich hier irgendwo reinklicken kann, ist der hier. Das heißt, der Seitenreport, den kann ich anklicken und habe dann im Prinzip das Gleiche, was ich vorher hatte, aber auf diese einzelne Seite im Prinzip runtergebrochen. Ne? Geräte, Herkunft, Länder. Jetzt nicht den anderen Kram nicht. Dummerweise eben auch nicht Ziele oder sowas. Ja, das geht mir jetzt hier ab. Aber hier kann ich wieder zurückgehen und es gibt auch immer diese Gesamtberichte, wo man auch noch mehr laden kann und mehr laden kann und mehr laden kann. Und wenn man lange genug guckt, dann sieht man zum Beispiel, ich habe es natürlich hier, ich wollte es ja ausprobieren. Ja, natürlich kriege ich hier PII rein, wenn PII, also sowas wie eine Mailadresse wie hier, ja, in einem Pfad drin steht. Das ist natürlich konstruiert, aber ich wollte es ja testen, deswegen habe ich es ausprobiert. Also das funktioniert schon. Ja. Aber es werden keine Parameter verarbeitet. Also man sieht hier zum Beispiel auf meiner Top-Position ist hier das Ding, mit dem man bei mir auf der Seite Vorlagen runterladen kann. Das ist meine Top-Seite. Blöderweise kann ich aber überhaupt nicht unterscheiden, was ist denn runtergeladen worden. Normalerweise steht das als Parameter hinten dran. Wenn man aber sagt, wir möchten so DSGVO-konform und eben auch so sicher sein wie möglich, dass wir keine versehentlich irgendwie Daten sammeln, die wir nicht sammeln wollen, lässt man Parameter halt weg. Das ist nicht ganz unüblich in dieser Klasse von Analytics-Tools, sage ich mal, ganz vorsichtig. Ja? Insofern, das muss man eben wissen. Ja? Also wenn ich eine bewusst reduzierte Datensammlung habe, sowohl was die Dimensionen angeht, die vielleicht irgendwie auf der Website erhoben werden, als auch das, was ich in Reports nachher sehen kann, um eben so DSGVO-konform wie möglich zu sein, dann hat das Implikationen. Ne? Das hat natürlich auch Implikationen, dass ich jemanden nicht länger als einen Tag maximal irgendwie wiedererkennen kann. Ja, Implikationen, die was mit Attribution und so weiter zu tun haben. Ne? Wenn ich wissen will, wie Kanäle miteinander zusammenarbeiten oder auch ein einzelner Kanal, wie effizient ist der, wenn ich über den Kanal gekommen sein muss, um dann darüber das Ziel zu erreichen, also echte Last-Click-Attribution, ja, weil es anders gar nicht geht, dann sehe ich das halt immer nur sehr begrenzt, was da so passiert auf der Website, auch wenn es jetzt um diese Ziele geht. Im Moment kann ich die Ziele aber sowieso nicht irgendwelchen anderen Dimensionen zuordnen, also ist es noch nicht schlimm. Aber irgendwann will ich ja vielleicht wirklich mal, wenn ich mir schon die Mühe mache, Ziele einzurichten, will ich auch sehen, was ist denn da rumgekommen bei meinen einzelnen Kampagnen aus meinen Quellen. Sowas wie, was war eine Landingpage oder so. Das sind alles Dinge, die werden sich wahrscheinlich in diesem Vorschlagswesen da wiederfinden, von Leuten, die es wissen wollen. Ne? Also bloß, weil ich es jetzt wissen will, heißt es ja nicht, dass ich jetzt hier einen Vorschlag machen muss. Aber es wird wahrscheinlich interessant sein zu sehen, wie sich dieses Ding hier entwickelt, eben anhand der Vorschläge, die da genommen durch irgendeinen Auswahlprozess gehen, nehme ich mal an, und dann auch umgesetzt werden. Ja? Und ob dann sowas wie dieses Zielding hier eben auch durch Vorschläge reift oder wie genau das eben funktioniert. Also ich habe versucht, Dinge vorzuschlagen. Gut, meine erste Mail war ein bisschen kritisch. Meine zweite war etwas freundlicher. Ich habe auf keine davon bisher eine Antwort bekommen. Vielleicht passiert dann auch irgendwas. Also sowas wie, dass überall die Ziele reingehören, wollte ich jetzt nicht als Vorschlag irgendwie was Formular schreiben. Insofern, was soll's. Also das ist das, was man im Prinzip in Berichten sehen kann. Ich habe den PDF-Export, ich habe sehr begrenzte Drill-Down-Fähigkeiten, nur bei der Seite haben wir gesehen, Filter, Suchfunktionen, Listen, das steht schon alles auf der Roadmap, das sind Sachen, die werden kommen. Ne? Eine Sache, die mich auch irgendwie irritiert hat, ist, wenn ich auf die Echtzeit gehe,
dann sehe ich tatsächlich den Bericht über die Echtzeit, ne? Also jetzt auch hier das Dashboard, irgendwie ein Echtzeit-Dashboard. Da sieht man eben auch hier ganz kleinere Zeiträume, ne? In Minuten wird es jetzt hier angezeigt. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist, ich komme da nicht mehr raus. Ja? Also wenn man raus will, muss man offensichtlich die Seite einfach wirklich neu laden. Das ist jetzt kein Drama, aber auch das sollte man einfach wissen, wenn man damit arbeitet. Ja, Conversion Rate, habe ich schon gesagt, ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Insofern, da ist noch Luft, ja, aber es ist ja auch ein, wie man sieht, frisch implementiertes Feature. Also nehme ich an, dass sich das noch so in gewisser Weise im Fluss befindet. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich jetzt sage, das reicht mir und es gibt ja offensichtlich einen Markt dafür, dann kann man damit natürlich Daten sehr reduziert sammeln und im Moment auch sehr reduziert auswerten. Ich sag mal, Analyse ist jetzt hier ein bisschen hochgegriffen, bloß weil ich irgendwie in einem Seitenbericht mal irgendwo reinklicken kann. Das soll jetzt gar nicht ketzerisch klingen, sondern das ist jetzt im Moment Stand der Dinge. Mehr kann ich hier meines Wissens nicht analysieren. Was ich mir wünschen würde, wäre nicht nur in diesem Tool, sondern in den anderen auch, dass in den wenigen Daten, die da gesammelt werden, dass man damit einfach mehr machen kann. Sowas eben wie, dass Ziele da hingehören, wo man sie haben will, oder dass man sich Custom Reports anlegen kann oder was auch immer, um sich eben wirklich analytisch damit auseinanderzusetzen. Oder auch, dass man sowas wie Rohdaten, die sind ja nun sehr reduziert, die Rohdaten. Wenn ihr sie in einen Report zeigen kann, dann würde ich mir wünschen, dass ich sie auch irgendwie befreien kann, jenseits des PDF-Formats, sodass ich meine Analysen, die ich vielleicht im Tool nicht machen kann, wenigstens mit exportierten Daten machen kann. Aber auch da natürlich hier, was weiß ich, es gibt tausend Fragen, wie kann ich da mit dem Data Studio arbeiten? Im Moment würde ich sagen, gar nicht. Aber das wird ja sich sicher alles auch noch ändern, ne? Also insofern preislich mit Sicherheit attraktiv. Funktional bin ich jetzt nicht super begeistert, aber das ist auch nicht die Stärke von dieser Toolklasse, ne? Also wenn man sich so plausible, Fathom, Simple, habe ich es alle drei nochmal genannt, anschaut. Und die anderen, die es da gibt, die ich jetzt vergessen habe, oder selbst Cloudflare Analytics hat ja einen Markt. Das ist einfach, das ist Reporting, das ist reines Reporting. Du kannst damit deine Neugier befriedigen. Natürlich kann man sehen, ist jetzt gerade mehr oder weniger los und so. Wenn das die Fragen sind, dann werden die natürlich damit beantwortet. Das hat aber jetzt natürlich nicht so richtig viel mit Analyse zu tun. Das heißt also, das Analytische geht mir so ein bisschen ab, bei den anderen auch. Und das Blöde ist, das muss eigentlich nicht sein. Also auf Basis der Daten, die da sind, kann man eigentlich auch viel mehr Analyse anbieten, auch in diesen ganzen anderen Tools. Das ist jetzt hier, es geht jetzt nicht um Trackbox oder sowas, es geht um diese ganze Klasse von Tools, sagen wir mal, die ich begrüße, dass es die gibt. Es muss Alternativen geben. Wenn man sagt, ich habe keinen Konsens zu Analytics, dann will man ja nicht völlig auf Daten verzichten. Und dann sind all diese Dinge, finde ich, perfekt geeignet, um parallel mitzulaufen oder nur dann oder wie auch immer. Lieber sind mir natürlich die man auch serverseitig über einen eigenen serverseitigen Endpunkt irgendwie dann anbinden kann, ohne jetzt redundant Daten im Browser zu sammeln. Aber das ist eine andere Geschichte. Insofern ja, gut, dass es das gibt. Ich hoffe, dass sich das eben funktional weiterentwickelt, dass es ein bisschen mehr sich an den eigenen Marketingaussagen messen lässt. Und klar, ich brauche es nicht. Insofern werde ich nach meiner Testphase hier wahrscheinlich irgendwie aussteigen. Oder es gibt dann, glaube ich, noch einen super reduzierten Zugriff oder so. Keine Ahnung, habe ich wieder vergessen. Werde ich dann sehen. Aber für alle anderen, die sagen, ich habe im Moment gar nichts, klar, mach das oder mach eins der anderen. Aber sei dir halt bewusst, was du dann bekommst und was du dann eben nicht bekommst. Das muss einfach klar sein. Das heißt also, alles Mögliche, was sich so als Google Analytics-Alternative darstellt, ist natürlich immer in gewisser Weise eine Google Analytics-Alternative. Aber ich finde den Vergleich teilweise sehr gewagt, je nachdem, in welchem Nutzungsszenario man sich bewegt. Ja, E-Commerce ist ja auch noch nicht wirklich durchdacht. Da wird bestimmt auch noch was passieren. Steht vielleicht auch auf der Roadmap. Ich habe die jetzt nicht komplett irgendwie im Kopf. Aber alles in allem, wie gesagt, kann man damit mit Sicherheit Daten sammeln und sich auch anschauen, ob man damit arbeiten kann, muss man selber wissen. Viel ist da im Moment halt noch nicht los. Ja? Das also mein Blick auf die Trackbox und ich hoffe, es hat euch ein wenig weitergeholfen, das mit meinen Augen zu sehen. Wenn ihr es völlig anders seht, als ich es jetzt hier beschrieben habe, dann bin ich auch sehr dankbar für jeden Kommentar. Kontakt findet man überall auf meiner Website, vielleicht auch zur Not hier übers Kommentarfeld.
Ansonsten war es das gewesen zur Trackbox. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wenn ihr es einsetzt, dann meldet euch mal und vielleicht können wir uns austauschen. Wie auch immer, das soll es gewesen sein zur Trackbox. Bis bald. Ciao.